Mein Name ist Jennifer Moldenhauer. Ich bin wissenschaftliche Museumsassistentin an der Skulpturensammlung und dem Museum für byzantinische Kunst. Und eins meiner Lieblingsobjekte hier im Bode-Museum ist eine kleine Pilgerampulle aus Ägypten, die im 5. bis 7. Jahrhundert nach Christus geschaffen wurde. Und diese Pilgerampulle zeigt auf ihrer einen Seite das Bildnis der heiligen Thekla. Thekla stammt aus gutem Hause, aus einer Stadt im Gebiet der heutigen Türkei und hat dort den Apostel Paulus über Christus lehren und sprechen gehört. Sie bekannte sich daraufhin zum Christentum und wurde deshalb von ihrer Familie und von ihrem Verlobten Tamyros vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Sie sollte bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Durch eine Fügung konnte sie dieses Feuer aber überleben und folgte dem Apostel Paulus nach Antiochia. Weil Thekla unglaublich hübsch gewesen sein soll, wurde sie in Antiochia von einem der Obersten der Stadt namens Alexander bedrängt. Doch Thekla wehrte sich physisch gegen diese Übergriffigkeit, weil sie ihr Leben und auch ihren Körper Gott gewidmet hat. Aus der Demütigung heraus brachte Alexander sie letztendlich vor Gericht und sie wurde wieder zum Tode verurteilt. Diesmal sollten die wilden Tiere auf sie losgelassen werden. Und genau dieses brutale Ereignis ist auf dieser Ampulle dargestellt. Thekla steht inmitten der Tiere, die sie töten sollten. Löwe, Bär und zwei Stiere im Hintergrund. Sie ist vollkommen schutzlos. Sie ist nackt, nur ein dünnes Tuch um ihre Hüften gewickelt und ihre Arme sind auf den Rücken gefesselt. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass von den Stieren Seile zu ihren gefesselten Armen hinführen. Denn nachdem alle anderen Tiere Thekla nicht haben töten können, sollten diese Stiere sie in Stücke zerreißen. Durch göttliche Fügung überlebte Thekla all diese Angriffe durch die wilden Tiere und wurde freigelassen. Und danach, und das ist einer der interessantesten Aspekte dieser Geschichte, beauftragte der Apostel Paulus, Thekla in ihre Heimatstadt zurückzukehren und dort den christlichen Glauben zu lehren. Schon um 200 nach Christus wurde behauptet, dass diese Geschichte rein erfunden sei. Ob dem wirklich so ist oder ob nicht doch ein wahrer Kern in dieser Geschichte steckt, wird in der Forschung stark diskutiert, lässt sich wahrscheinlich aber nicht mehr genau ermitteln. Was jedoch Fakt ist, ist, dass der Glaube an Thekla in sehr früher Zeit zu einer weiten Kultverbreitung im gesamten Mittelmeerraum geführt hat. Und genau dafür ist diese kleine Pilgerampulle ein archäologisches Zeugnis. Und mit dem Bildnis von Thekla darauf hält es die Erinnerung an sie und ihre Taten lebendig.